Krankheitserreger, insbesondere Bakterien, sind allgegenwärtig. Das ist eine Binsenweisheit, das lässt sich aber auch nachweisen. Darum soll es in diesem Video gehen. Zum Nachweis von Bakterien benötigen wir zunächst einen Nährboden. Dazu verwenden wir eine sogenannte Petrischale. Es handelt sich dabei um eine Plastikschale, eine flache Plastikschale mit einem Deckel, in die ein Nährboden gegossen wird. Im Allgemeinen verwendet man eine Agar-Agar-Lösung, die fest wird und so Gelatine- oder Wackelpuddingartige Konsistenz hat. Dem Nährboden wird ein Nährstoffgemisch zugefügt, damit sich alles, was darauf lebt, später auch wohlfühlt. In diesem Fall verwenden wir einen Blutagar, da ist auch etwas Blut mit drin. Das liefert zum einen Nährstoffe, zum anderen hat es farbliche Gründe, wie wir am Ende des Videos sehen werden. So schaut das Ganze in Natura aus. Im Versuch werden wir nun diese Agarplatten mit ganz alltäglichen Gegenständen in Verbindung bringen. Wir beimpfen die Platte, das heißt, wir übertragen irgendwelche eventuell vorhandenen Erreger von einer Türklinke, einem Stift, Münzen, Atemluft, Fingerkuppen oder anderen Dingen vorsichtig auf diese geleeartige Oberfläche. Anschließend wird die Petrischale verschlossen und verkehrt herum liegend auf dem Kopf gelagert für einige Zeit in einen Wärmeschrank gegeben. Das auf dem Kopf liegen ist wichtig, damit eventuelles Kondenswasser nicht auf den Agarboden läuft, sondern sich im Deckel sammelt. Für die Bakterien ist das ziemlich egal, ob die auf dem Kopf hängen oder nicht, das merken die gar nicht. Über Nacht bebrüten wir nun diese Petrischale mit dem Nährboden und den Bakterien bei 40 Grad oder einer Temperatur in dieser Gegend, wo sich die Bakterien wohlfühlen. Schauen wir uns nun das Ergebnis nach einem Tag an. Zunächst stellen wir fest, dass tatsächlich auf allen Nährböden eine ganze Anzahl von Bakterienkolonien gewachsen ist. Nicht alles dabei sind Bakterien, es handelt sich durchaus auch um Pilze, aber das lässt sich mit unseren Methoden hier schlecht unterscheiden. Schauen wir nun im Einzelnen, was haben wir hier auf die Platten gebracht? Auf der ersten Platte links oben ist tatsächlich nichts anderes als Atemluft gelandet. Wir stellen fest, dass durchaus eine ganze Menge von Bakterienkolonien gewachsen ist. Das liegt daran, dass auch mit der Atemluft beim Ausatmen kleine Partikel Feuchtigkeit mitgerissen werden, die dann auch wieder Bakterien aus den Schleimhäuten unserer Atemwege enthalten. Dass Fingerabdrücke hier von ziemlich vielen Personen einen ganzen Reichtum verschiedener Bakterienarten beinhalten, das ist nichts Ungewöhnliches. Ein Stift, der von vielen Menschen angefasst wird, enthält trotz seiner harten, glatten Oberfläche selbstverständlich ebenfalls Bakterien. Geldscheine sind bekannt dafür, Geld überhaupt ist bekannt dafür, dass es schmutzig ist. Dafür ist es noch verhältnismäßig ordentlich auf dieser Platte. Und die Münzen haben sogar noch weniger Bakterien
auf die Platte gebracht. Das mag daran liegen, dass Münzen aus Schwermetallen bestehen, die an sich eher lebensfeindlich sind. Eine viel angefasste Türklinke ist eigentlich erstaunlich sauber gewesen. Auf einer weiteren Fingerabdruckplatte finden wir nochmals interessante Kolonien. Und ein Tafellappen, der von vielen Menschen angefasst wird und natürlich auch einmal feucht wird, ist ein wahres Biotop für alle möglichen Arten. Wie kommt es nun, dass diese Kolonien sichtbar werden? Wir haben zunächst einzelne Bakterien oder deren Dauerstadien, die man Sporen nennt, in der Umgebung. Die übertragen wir auf den Nährboden. Die sind zunächst nicht sichtbar, weil Bakterien nur Bruchteile eines Millimeters groß sind. Sobald nun Nährstoffe, Feuchtigkeit und Wärme das Wachstum begünstigen, können diese Bakterienzellen sich rasch teilen und unter guten Bedingungen alle 20 Minuten verdoppeln. Durch diese rasche Vermehrung entstehen irgendwann Zellhaufen, die durchaus sichtbar sind, sogenannte Kolonien. Eine Bakterienkolonie kann leicht viele Millionen oder auch 100 Millionen Individuen umfassen. Das ist sehr eindrucksvoll und dadurch lassen sie sich mit dem bloßen Auge auch sehr gut sehen und zählen. Was wir zählen, ist gewissermaßen die Anzahl der ursprünglich vorhandenen Bakterien. Was wir natürlich durch diesen Test nicht sagen können, ist, ob die Bakterien jetzt gefährlich wären oder nicht. Aber immerhin kann man durch Farbe und Form der Kolonien, wenn man Ahnung davon hat, durchaus Hinweise auf die betreffenden Arten finden. Eine genaue Bestimmung ist damit sicher nicht möglich, aber immerhin schon Hinweise, die die Arten eingrenzen können. Auch unter Umständen Reaktionen mit dem Nährboden. In unserem Fall, im Fall des Blutagars, können wir beobachten, dass bei einigen Kolonien Hämolyse passiert ist, eine Auflösung des roten Blutfarbstoffs unter dem Einfluss der jeweiligen Kolonie. Das sieht man als einen hellen gefärbten, durchscheinenden Hof im Nährboden.